Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Deponia. So, wir sind jetzt wieder hier. Bitte, wo eigentlich uns das Tutorial immer hinführt. Und ich denke mal, ja, wir stehen auch wieder ohne alles da. Perfekt. Dann schauen wir mal. Wohin mit uns? Hä? Okay. Es ist ja. Was ist das denn jetzt? Okay, wir nehmen das, ne? Können wir das uns nicht umdrehen? Nein, das können wir nicht. Hä? Also jetzt würde ich es halt einfach gerne umdrehen. Tja. Oh, er ist voll sad. Sagt er schon gar nicht mal viel dazu. Hä? Tja. Warte mal, kann es sein, dass ich die Aussparung vielleicht da drauf legen muss? Also diese... Es hat vielleicht einen Grund, dass wir das immer wieder zurückkriegen, dass wir das gar nicht machen müssen. So. Das hier auf die Bodenplatte legen. Ja, ja, ja. Macht Sinn, ne? Konsole. Baseballschläger, Feuer, Kreissäge, einfrieren und ein Schraubenzieher. Aha. Geh mal erstmal zurück und gucken, ob ich noch irgendwo anders hin kann. Aber es sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, wir können nur zu der Konsole. Oh. Okay. Erkennt man hier irgendwas? Ah, das sieht aus wie Frozen, ne? Das ist Feuer, das müsste schon richtig sein. Also wenn ich jetzt rein mal nach den Farben auch so ein bisschen gehe. Okay, das macht jetzt natürlich nicht viel Sinn. I don't know. Was machen wir jetzt mit dem Stromumkehrer? Können wir den da reinpacken? Oh. Oder in die Aussparung? Okay. Zum Fließband. Schauen wir mal. Okay,
Okay, das war wohl nicht richtig. Hä? Aber... Hallo? Alter, woher soll ich wissen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das am Schluss kommt. Ich weiß zwar noch nicht wieso. Also ist das gar kein Schraubenzieher, sondern ein Laser. Vielleicht so. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherungen die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbands rauskommt. Aber was das jetzt noch bringen soll, Tipp gefällig. Er soll als Ganzes nachher wieder rauskommen. Lass mich das mal angucken. Oh Gott. Jetzt Ruf ist echt tot. Krasser Shit, ey. Muss ich zuerst den Baseballschläger, weil der Baseballschläger, der haut mich halt klein. Was halt nicht so geil ist. Ja, echt keinen blassen Schimmer, ne? Ist gar nicht so einfach. Aber geiles Rätsel. Kann ihm das ja gar nicht mehr so viel anhaben hier. Vielleicht müssen wir aber auch das hier weiter vorne ansiedeln. Dass mir das gar nicht mal viel anhaben kann. Eventuell, maybe, I don't know. Versuch's jetzt nochmal. Und ansonsten würde ich es mal alleine ein bisschen probieren. Also. Okay. Jetzt habe ich ihn, also ich glaube, Eisfeuer ist hintraus schon die richtige Lösung. Oder wird das so ein Tonklumpen? Oder muss ich das ganz vorne machen und dann... Wartet mal, wie wär's? Wenn ich das so mache. Und dann kann ihm das vielleicht alles gar nichts mehr anhaben. Wir schauen mal. Also das, glaube ich, war jetzt schon eigentlich ganz geil. Okay, jetzt ist er nämlich ein Tonklumpen. Aha. Okay, okay, okay.
Cut my life into pieces. Aber so langsam komme ich auf den Dingens. Das heißt, die zwei negieren auf jeden Fall eins. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn am Anfang gecuttet wird. Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich es immer so rumprobieren. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, Rufus. Aber er ist halt nicht komplett. Das ist das Problem, ne? Okay, ich versuche mich ein bisschen. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen auf den richtigen Weg. Ich bin gleich wieder für euch da. Ja, das macht auch keinen Sinn, ne? Obwohl, doch. Doch, doch. Der hat das wieder zusammengeflickt. Ja! Der Laser macht das wieder komplett heile. Und täglich grüßt das Murmeltier. 1000 Tode gestorben. Aber wir sind komplett. Einmal komplett. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wir gehen jetzt. Das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Das hat Sinn gemacht, weil wir haben ihn erst gefrozen, haben das gecuttet und das gefrozte, also das gecuttete immer frozen, wurde durch den Laser wieder zusammengefügt. Und mit dem Feuer haben wir ihn als Ton verwandelt. Da war er ja dann schon komplett und dann nur noch den Baseballschläger, den wir dann negiert haben. Mega geiles Rätsel. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Oh. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Das ist eine gute Frage. Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Fett, Wasser, Eiweiß, Kohlenhydrate, Mineralstoffe. Das, woraus der Körper besteht. Ist das vielleicht einfach Rufus' Körper da? Richter. Aha. Oh, Rufus ist halt zu richtig angepümmelt. Doch, er ist tot. Das ist der Halt Tod. Mal stehen! Ich verlange Antworten! Der Tod so läuft einfach vor Rufus davon. Okay. Alter, ist das cool gemacht. Jetzt sind wir auch noch tot hier, oder was? Da können wir nicht hin. Schauen wir mal da durch. Oh mein Gott. Okay. Mega. Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Aber es gibt doch grüne Oliven. Rufus. Was ist mit dir? Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Oh, okay. Wir sacken einfach alles ein. Bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün. Und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Wir nehmen es mit. Dieser Flakon ist leer. Nutzlos. Ein angemessener Konverter meiner Hoffnungslosigkeit. Oh Gott, Hölle. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Schon komisch. Die Ölmühle ist möglicherweise das einzige hier, was nicht geölt werden muss.
Was soll ich damit? Reines Leergut. Hey, dann pack mal ein paar Oliven da rein. Jetzt. Okay. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. Klar, er nimmt den ganzen Wasserkanister mit. Stimmt nicht mit ihm. Auch das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Du wirst es richtig pisst. Pisst auf die ganze Welt wahrscheinlich. Ein Stechuhr. Ah, können wir damit irgendwas machen? Hier, da ist noch ein bisschen Oliven. Der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Ja, das ist wohl richtig. Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Okay, Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber vermutlich. Wenn das hier die Küche ist, bin ich. Mal gucken. Okay, wir können nicht wirklich was miteinander verbinden. Oh, hier können wir nur auf eine Stechuhr zugreifen. Und hier haben wir wieder. Kann ich mir den mitnehmen? Ist ja selber schuld. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Dann kann ich wahrscheinlich die Glasscherbe zerdeppern, oder? Stechuhr? Nimm das! Okay, das hat jetzt auch nie wirklich was gebracht. Ich bin tatsächlich ziemlich geladen. Aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Hier hatten wir jetzt auch nichts mehr, ne? Wo wir irgendwie... Auf die Tür vielleicht? Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Okay, Rufus. Alles wird gut. Uff. Der ist ganz schön drauf, du. Hey! Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. So, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Prototyp R? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Was? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Was? Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletus. Und R wie Rufus.
Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Also sind wir sowas wie Frankensteins Monster oder was? Er sieht eher aus wie Frankensteins Monster. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex Appeal. Hoffnung. Ja, oh. Und Sex Appeal, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind ja meine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Okowski. Naja, zumindest so ähnlich. Okay. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Also kann Rufus überhaupt nichts dafür, dass er manchmal so ist, wie er ist. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, okay, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Nichts von dem, was du da faselst, ergibt irgendeinen Sinn. Ich weiß, das war vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal. Ein bisschen. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber okay, meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. Ja. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat.
Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh Gott. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh. Ja. Könntest du kurz, Ja, danke. Gut. Wo war ich noch stehen geblieben? Also topfit bist. Du bist topfit? Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Oh. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Nee, Rufus, wir tun das nicht. Aua! Hey! Das tut weh! Wie oft können wir ihn schlagen? Das tut weh! Okay, jetzt sagt er nichts anderes mehr. Tu es nicht! Wo sind wir? Nimm das! Nicht doch die Maschine! Nimm das! Nicht doch die Maschine! Das tut weh! Oh Gott. Lass das! Wir hauen alles zu Brei hier. Stopp! Okay, ich glaube, sonst können wir eh nichts mehr zerschlagen. Doch, da. Oh Gott. Jetzt knallert alles zusammen. Nein! So. Jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Heul doch! Was? Goal? Goal? Ja, das. Goal? Goal? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Klonen? Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay. Ich würde sagen, Rufus ist richtig pissed. Also richtig, richtig pissed. Wir werden uns das in der nächsten Folge angucken. Alter, die Entwicklung ist mega geil. Von diesem absolut naiven kleinen Rufus, der alles immer super duper fand. Ist jetzt ein sehr verbitterter Rufus geworden. Der gerade nicht mehr so auf das Leben steht. Und der sich die Schuld gibt. Und das ist mega cute. Also er ist doch nicht so ein Arsch, ich wusste es. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine der Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.